Die geografische Mitte Italiens befindet sich in Umbrien, genauer gesagt in dem kleinen Städtchen Narni. Und Italien ist, wie jeder weiß, der Nabel der Welt. Doch der Nabel der Welt zu sein, bedeutet nicht zwangsläufig, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Eher verhält es sich so wie im Auge des Sturms. In der Mitte herrscht Ruhe. Ohne Zugang zum Meer, ohne Austausch mit anderen Zivilisationen, lebten die Umbrier viele Jahrhunderte zurückgezogen auf ihren Hügeln. Deshalb hat sich Umbrien eine gewisse Langsamkeit bewahrt. Nur einmal stand Umbrien tatsächlich im Fokus des Weltgeschehens, im Jahre 217 vor Christus. Um nach Rom vorzudringen, hatte der karthagische Feldherr Hannibal das Unmögliche gewagt und die Alpen überquert. Und hier am Lago Trasimeno bereitete er für die römische Armee einen tödlichen Hinterhalt vor. Hannibals Männer versteckten sich oberhalb eines Engpasses und stürzten sich im Morgennebel auf die Römer. Binnen 3 Stunden lagen 15.000 Römer niedergemetzelt am Ufer. In den See hatten sie sich nicht flüchten können, sie konnten nämlich nicht schwimmen. Ort des Blutes heißt Sanguinetto, frei übersetzt. Der alte Ortsname zeugt von den Geschehnissen ebenso wie Ossaia, Knochenhügel. Gaius Flaminius führte die römischen Legionen in diese verheerende Niederlage. Nach ihm ist eine der wichtigsten Straßen der Römerzeit benannt. Und die Via Flaminia führte von Rom kommend durch die Stadt Carsulae. Man vermutet, dass diese Ruinenstadt eine Art Kurbad war, in dem sich die Legionäre nach erfolgreichen Schlachten für den triumphalen Einzug in Rom aufmöbelten. Carsulae, Wellness und Spa. Sozusagen. Und apropos Gesundheit. Statt vernünftig in einen anderen Fluss zu münden, versickerte der Velino im Süden Umbriens ursprünglich in einen Sumpf, der die Gegend mit Malaria bedrohte. Um diesen Sumpf trocken zu legen, ließ der römische Konsul Dentatus einen Kanal anlegen, den Fluss über eine 165 Meter hohe Klippe hinabstürzen und in die Nera fließen. Dabei schuf er, ganz nebenbei, den höchsten je von Menschenhand geschaffenen Wasserfall der Welt. Und das schon 271 vor Christus. Viele der Erfindungen jedoch, die den Römern zugeschrieben werden, stammen eigentlich von den sympathischen Etruskern. Diese sinnenfrohen, lustigen, etwas übergewichtigen Damen und Herren waren vor den Römern für 700 Jahre die Herrscher in Mittelitalien. In Perugia, einer ihrer wichtigsten Städte, zeugt das gigantische Stadttor von der ersten Hochkultur in Europa. Übrigens munkelt man, die Einwohner Perugias seien gar keine Umbrier, sondern Nachfahren der kleinen, dicken Etrusker. Perugia, die Hauptstadt Umbriens, blieb auch nach dem Niedergang der etruskischen Kultur eine der wichtigsten Städte. An historischen Sehenswürdigkeiten herrscht kein Mangel und die Fontana Maggiore ist das Schmuckstück. Die Reliefs wurden dem Handwerk, den freien Künsten und der Geschichte gewidmet. Nur eine Frage an den Meister sei erlaubt. Hießen die Gründer der Stadt Rom wirklich Romulus und Remulus? Oder doch eher Remus? Na, nur so ein Gedanke. So verschlafen sich Umbrien auch sonst gerne zeigt, in Perugia trifft sich die Welt. Auf der babylonischen Treppe herrschen eben solche Verhältnisse. Alle Sprachen sind zu hören und das hat einen guten Grund. In Perugia befindet sich eine Ausländeruniversität, an der man die italienische Sprache und Kultur studieren kann. Die Studenten kommen aus den exotischsten Ländern der Erde und alle sprechen Italienisch miteinander. Man fühlt sich eben wie am Nabel der Welt. Um 480 wurde der heilige Benedikt hier in Norcia am Fuße der Sibyllinischen Berge geboren. Der Begründer des abendländischen Mönchtums empfahl in seinen Regeln, auf den Genuss vierbeiniger Tiere zu verzichten. Kaum zu glauben, wenn man sich die folgenden Bilder anschaut.
Der Heilige konnte sich wohl nicht durchsetzen, denn seit der Antike ist Norcia in ganz Italien als Heimat der Metzgermeister und für deren erstklassige Würste bekannt. Von einem Mecker der Fleischliebhaber zum nächsten. Die Vegetarier mögen es verzeihen. Was hier stolz vorgeführt wird, ist das Chianina-Rind. Und dieses Rindvieh und seine Artgenossen stehen im Guinness-Buch der Rekorde. Kategorie größte lebende Rinderrasse. Man kann sie schon auf Darstellungen der Etrusker finden. So ein Bulle bringt schlappe 1500 Kilogramm auf die Waage. Und auf Augenhöhe ist man erst bei ca. 2 Metern. Auf dem Bauernhof der Familie Lucchetti leben ca. 300 vielfach preisgekrönte Tiere. Das Fleisch der Chianina ist sehr fettarm. Eine Portion Rinderrollbraten allerdings reicht für eine Fußballmannschaft. Und schauen Sie mal, was ein einziges Kotelett auf die Waage bringt. Berühmt sind hier aber auch die schwarzen Trüffel oder die hocharomatischen, federleichten Linsen aus Castelluccio, die vor dem Kochen nicht einmal eingeweicht werden müssen. Umbrien, eben nicht nur was für Fleischesser. Viele typische Gemüsesorten Umbriens sind uns sogar schlichtweg unbekannt. Aber es lohnt sich, sie zu probieren. Dieser grandiose Blick auf die Weinberge bescherte Montefalco den Beinamen Balkon Umbriens. Die Weinanbaugebiete um Montefalco werden von einer einheimischen Rebsorte, dem Sagrantino, beherrscht. Ein paar jungen Winzern gelang es vor vielen Jahren, aus einer eher verachteten Traube einen der wertvollsten Weine Italiens zu machen. Aber es war Filippo Antonelli noch nicht genug. Ihm gelang eine Neuschöpfung mit einem sehr eigenwilligen Namen. Dieser Wein, sagt er, heißt Contrario, also das Gegenteil. Seine Basis ist der Sagrantino, aber bei ihm wird alles genau umgekehrt gemacht. Die Trauben werden früher geerntet und er wird in Stahltanks ausgebaut. Das ergibt einen angenehm frischen Wein. Eine der Spezialitäten des Landes haben wir uns bis zuletzt aufgespart. Was hier so unscheinbar am Wegesrand wächst und wie ein grüner Gerstenhalm aussieht, ist wilder Spargel. Auf dem Weingut Antonelli werden Kochkurse angeboten, die einen in die Geheimnisse der umbrischen Küche einführen. Das untere Ende des Spargels wird leicht gebogen, bis es bricht. Das, was abbricht, ist holzig. Bei uns wird wilder Spargel übrigens gerade als neueste Entdeckung gefeiert und ist entsprechend teuer. Natürlich wird im Kochkurs die Pasta selbst hergestellt. Der Teig wird hauchdünn ausgerollt, in Streifen geschnitten und kurz zum Trocknen ausgebreitet. Ungeschält und in kleine Stücke gezupft wird der zarte Spargel in Olivenöl mit Knoblauch angebraten. Denn trotz seines zarten Äußeren ist der wilde Spargel ein harter Kerl. Er verträgt durchaus Würze, Öl und eine heiße Pfanne. Nach ein paar Minuten schon kann man die Tomatenwürfel dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und direkt in der Pfanne mit den in Salzwasser gekochten Nudeln mischen. Die umbrische Küche ist oft schlicht, aber die Zutaten sind fantastisch und der Geschmack ebenfalls. Und übrigens, wenn Sie glauben, dazu ist kein Contrario, ganz im Gegenteil. Nirgendwo in Italien ist die Heiligendichte so groß wie in Umbrien. So empfiehlt sich zum Beispiel der heilige Benedikt bei Nierenleiden, die heilige Clara bei Augenkrankheiten, der heilige Valentin in Liebesdingen und die heilige Rita von Cascia als Helferin für die aussichtslosen Fälle und Schutzheilige der Hausfrauen. Doch der Star der Truppe ist zweifelsfrei der heilige Franz von Assisi. Der wohl liebenswürdigste aller Heiligen pflegte die Aussätzigen, sprach mit den Tieren und lebte wie ein Bettler. Heute empfängt er in Assisi gleich busweise.
Der heilige Franz wurde 1182 als Sohn eines reichen Tuchhändlers in Assisi geboren. Seine Geburtsstätte ist genauso zu besichtigen wie sein Elternhaus, in dem er eine glückliche Kindheit verbrachte. Sein Berufswunsch? Ritter. Doch als solcher geriet er in Perugia in Kriegsgefangenschaft. Diese Zeit prägte ihn so sehr, dass er sich fortan den Armen und Aussätzigen zuwandte. Seine Botschaft von Armut und Liebe, seine Bescheidenheit und seine Liebe zur Natur und den Tieren besitzen bis heute große Anziehungskraft. Über seinem Grab in Assisi wurde eine Doppelkirche errichtet, eine obere und eine untere Basilika, die jeden Tag das Ziel endloser Pilgerströme ist. Beim Anblick dieser Grabkirche wohnen manch einem wohl zwei Seelen in der Brust. So wenig man sich vorstellen kann, dass der bescheidene Franziskus so etwas Prachtvolles gewollt hätte, fasziniert jedoch diese bemerkenswerte Ansammlung bedeutender Gemälde. Allen voran der Bilderzyklus von Giotto, der die Lebensstationen des heiligen Franz zeigt. Die Fresken von Giotto und Cimabue im Deckengewölbe erlangten zusätzlich traurige Berühmtheit. Bei einem schweren Erdbeben stürzten 1997 Teile der Decke ein und begruben 4 Menschen unter sich. In den Folgejahren wurden mehr als 1000 Tonnen Schutt sortiert und eigens eine Software entwickelt, die half, die mehr als 300.000 Puzzleteilchen wieder zusammenzusetzen. Die Gemälde in der Unterkirche bieten eine Überraschung. Hier gibt es das einzige Fresko, das den heiligen Franz so zeigt, wie er wohl wirklich ausgesehen hat. Klein und mit abstehenden Ohren. Klar, dass die Kirchenväter das später korrigieren wollten. Angesichts der Pracht und des Kultes, der hier veranstaltet wird, kehrt man Assisi mit Demut den Rücken und fragt sich gleichzeitig zu Recht, wie oft sich der heilige Franz eigentlich im Grab umdreht. Orvieto. Der Anblick der Stadt auf ihrem 200 Meter hohen Tuffsteinblock ist genauso beeindruckend wie der des Doms obendrauf. Wer sich die Erschaffung Evas aus der Rippe Adams nie so recht hatte vorstellen können, findet hier an der Fassade eine anschauliche Bebilderung. Mit seinen grandiosen Steinmetzarbeiten gehört der Dom von Orvieto zu den prächtigsten in ganz Italien. Kein Wunder, dass Papst Clemens VII. Nach der Plünderung Roms im 16. Jahrhundert hierher flüchtete. Und damit kommen wir zur ersten unterirdischen Sehenswürdigkeit Orvietos. Um im Belagerungsfall Orvietos Trinkwasserversorgung zu sichern, ließ Papst Clemens diese gigantische Wendeltreppe in den Tuffsteinfelsen schlagen. 2 großzügige Spiralen winden sich 62 Meter in die Tiefe. Auf ihnen konnten die Esel, die noch auf dem Weg nach unten zum Brunnen waren, denen mit den vollen Wasserfässern mühelos ausweichen. Seine außergewöhnliche Lage auf dem Felsen ließ Orvieto wohl als perfekten Zufluchtsort für die Päpste erscheinen. Doch auch mächtige Männer können irren. Schon die Etrusker gruben vor mehr als 2500 Jahren Löcher in den weichen Tuffstein, um Brunnen zu graben oder zusätzlichen Lagerraum zu erhalten. Diese Lösung schien allen nachfolgenden Generationen ebenso sinnvoll, sodass im Laufe von 2 Jahrtausenden mehr oder weniger die ganze Stadt unterhöhlt wurde. Auch für Taubenschläge eignete sich das weiche Gestein. Aber diese brauchen natürlich eine Öffnung nach draußen. Und wenn man sich im Belagerungsfalle geschickt anstellte und eine Leiter mitbrachte, dann konnte man ungehindert in den Taubenschlag klettern und dann ganz bequem über eine Treppe in die Stadt. Unser Weg führt uns nach Narni. Dort treffen wir den Historiker Roberto Nini, der Ende der 70er Jahre unter dem ehemaligen Dominikanerkloster einen erstaunlichen Fund machte. Bei einer Kletterpartie mit Freunden entdeckte Roberto zufällig eine Öffnung im Gestein und leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein, dass ihn 2 Augen anblicken würden.
Darauf war er nicht vorbereitet. Und dass es die des Erzengels Michael in einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert sein würden, erst recht nicht. Als wir hier reingeklettert sind, sagt er, haben wir nicht erwartet, eine vergessene Kirche zu finden. Das war wirklich fantastisch. Erst diese Augen des Engels zu sehen und dann die Fresken. Im Nachhinein war es wie eine Botschaft. Wir hatten geglaubt, eine erstaunliche Entdeckung gemacht zu haben. Dabei war es nur die erste Überraschung. Die viel bedeutsamere Entdeckung machten wir aber während des großen Festes von Narni, dem Palio. Im Nachbargarten hatten Roberto und seine Freunde nämlich eine weitere, zugemauerte Tür entdeckt. Doch der Besitzer des Gartens verbot ihnen das Betreten, weil er fürchtete, sie würden seinen Salat zertrampeln. Ihre Chance kam während des Palio, denn da übertönten die Trommeln die Hammerschläge. Und der Nachbar war ja auf dem Fest. Dieser Saal war leer, als wir hier reinkamen, aber wir fragten uns, was sich hier unten abgespielt hatte. Nach 30 Jahren durften wir endlich in den Archiven des Vatikans recherchieren und dann konnten wir beweisen, dass hier im Mittelalter eine Folterkammer der Inquisition war. Wir befinden uns in der Zelle des Inquisitionsgerichtes. All diese Inschriften, da fängt man erst allmählich an zu verstehen, welche Geschichten dahinter stecken. Zum Beispiel ein gewisser Giuseppe Andrea Lombardini und darunter das Wort unschuldig. Das wurde weggekratzt. Von ihm stammen viele dieser Symbole. Sie sind Belege für das Schicksal der Inhaftierten und davon gab es ganz schön viele. Sixtinische Kapelle der Inquisition nannte ein Wissenschaftler den Kerker von Narni. Auf jeden Fall aber ein beeindruckender Beleg für eines der dunkelsten Kapitel der katholischen Kirche. Das Land der sanft gewellten Hügelketten zwischen Florenz und Siena gilt als das Herz der Toskana. Hier in dem Städtchen Gaiole sind wir auf dem Marktplatz mit einer Gruppe von Radfahrern verabredet. Buongiorno. Keine gewöhnlichen Radfahrer sind das, sondern Nostalgiker. Von Kopf bis Fuß mit den passenden Accessoires versehen, huldigen sie der großen Zeit des italienischen Radsports. Der Arzt und Fahrradenthusiast Giancarlo über ihre Philosophie des Fahrradfahrens. Auf dem Fahrrad hat man eine viel feinere Wahrnehmung der Gerüche und der Landschaft. Zudem ist es ein langsames Fortbewegungsmittel, mit dem man die Landschaft viel besser erforschen kann. Das Fahrrad erlaubt es uns, mit einer gewissen Ruhe die Schönheiten des Chianti-Gebiets und Ausblicke und Perspektiven zu entdecken, die man mit dem Auto niemals sehen würde. Das moderne Leben gibt uns allen einen viel zu schnellen Rhythmus vor, dem der menschliche Körper nicht gewachsen ist. Es ist einfach für uns alle eine Notwendigkeit geworden, die Langsamkeit wiederzuentdecken. Giancarlo und seine Freunde haben ein mustergültig ausgebautes Radwegenetz im Chianti erschlossen, das überall gut beschildert ist. Diese glücklichen Schweine gehören zur Rasse Cinta Sienese. Der Metzger Lorenzo Chini züchtet die vom Aussterben bedrohten Tiere inmitten der wildromantischen Natur des Chianti-Gebiets und stellt daraus ausgezeichnete Wurstwaren her. Genau das Richtige für hungrige Radfahrer. Vai, pigliamo un po' di pane.
Dazu gibt es lange gelagerten Schafskäse, den berühmten Pecorino. Und eine Spezialität, die wir hier nicht erwartet hätten, Blutwurst. Der Metzger weiß, wie die Wurst in die Toskana kam. Während der Besetzung der Toskana durch Napoleon gab es hier einen deutschen Soldaten, der bei den Franzosen kämpfte. Der wollte auf seine deutsche Blutwurst nicht verzichten und hat den toskanischen Metzgern beigebracht, wie man die macht. Bei uns heißt diese Wurst Buriste. Wahrscheinlich leitet sich der von dem deutschen Wort. Scambiato come il nome Blutwurst, come avete voi in Germania. Ein üppiges Mittagessen wird unseren Radsportlern da serviert. Blutwurst, Salami und natürlich reichlich Chianti aus dem nahegelegenen Weingut von Col di Buono. Danach gibt es noch einen starken Kaffee. Ist das wirklich die richtige Ernährung während einer schweißtreibenden Fahrradtour? So ein Essen gibt es nur bei uns während der Eroica. Im modernen Leistungssport sind solche Nahrungsmittel ausgeschlossen, was sehr bedauerlich ist. Die Geschichte des Radsports wurde von Menschen geschrieben, die aus der Arbeiterbewegung kamen. Und die haben früher die einfache bäuerliche genossen. Estrazione popolare, insomma, contadina e operaia, e quindi dei cibi estremamente semplici. Vielleicht sollten diese toskanischen Fahrradphilosophen mit der Neuorganisation des Pro Ganz in der Nähe des Weinortes Rada in Chianti liegt der Borgo di Vescine, ein Dörfchen, das einst von seinen Bewohnern aufgegeben wurde und heute ein exklusives Hotel beherbergt. Auf der Terrasse trifft sich die Reisegruppe zum ersten Mal. Der Sportwagen. Wahrscheinlich kennen Sie alle den Film Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann, wo er als junger Gigolo und Verführer mit dem roten Alfa Romeo Spider, dann dem Duetto Spider eben durch den Film fährt und damit natürlich zu dem Mythos Alfa Romeo beigetragen hat. Wenn Sie dann weitergehen, drei Tagen auch niemand verirrt, wird jetzt das Roadbook erklärt. Dann sehen Sie dort in Rot die Etappe, die Strecke eingezeichnet. So, heute fahren wir nur eine kurze Einführungsrunde. Wir starten hier immer vom Hotel aus. Im Vescine, die Pfeile zeigen dann an, in welchem Uhrzeigersinn die Runde gefahren wird. Und da sind sie, die Alpha. Ein Traum aus glänzendem Chrom und Alpha. Ganz unverwechselbar ist das Rühren der Motoren. Jetzt erfahren wir aber von Gerd Pichler erst einmal, was Zwischengas eigentlich bedeutet. Das Auto sich sehr freut, wenn sie Zwischengas geben. Zwischengas geben Sie bitte, wenn Sie runterstellen. Zwischengas funktioniert folgendermaßen. Sie sind jetzt im dritten Gang, sagen wir mal, unterwegs und möchten zurückschalten in den zweiten. Sie tun Folgendes, Sie gehen von dem dritten Gang in den Leerlauf, lassen die Kupplung los, das heißt, Sie gehen zur Kupplung weg, geben einmal Vollgas, also Sie können richtig das Gas treten, gehen dann wiederum auf die Kupplung drauf und legen den zweiten Gang ein. Ob die Teilnehmer wirklich alles verstanden haben, wird sich zeigen. Herr Voigt hat noch Startprobleme mit dem fast 15-jährigen Fahrzeug. Wir haben einen Schlüssel drin. Ah. Wunderbar. Nachdem auch die behoben sind, starten die Fisti endlich zu ihrer ersten Exkursion durch die Toskana. Zwei Stunden mit Zwischengas und ohne Bremskraftverstärker ist es Zeit für ein erstes Fazit. Die Marke
wahnsinnig Spaß und sind wunderschön, reagieren direkt. Ganz, ganz klasse, kann man das sagen. Nee, es hat riesen Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Das Einzige ist wirklich die Bremse, es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Und was bei dem hier so war, habe ich so vom Gefühl her, der schwimmt hinten so ein bisschen, wenn man... Aber ansonsten, aber im Vergleich zum modernen Auto, klar. Ja, man fährt viel emotionaler. Also es ist, man spürt die Natur dadurch und man merkt die Kräfte, wie sie sich... Richtig schön gewürzt. Auch zum Abschluss des Tages muss man noch einmal aktiv werden, bei einem typisch toskanischen Abendessen. Allerdings nur mit Messer, Gabel und dem Rotweinglas. Über schmale Landstraßen, die schnelles Fahren erst gar nicht erlauben, die Alphas dahin. In den Dörfern entlang der Strecke bleiben die Oldtimer von den Einheimischen nicht unbemerkt und zurückgewunken. Kühlt angenehm die hochsommerlichen Temperaturen. Aber gerade deswegen sollte in einem Cabriolet immer eine Mütze getragen werden, sonst droht schnell ein Sonnenstich. Bevor wir Siena besuchen, gibt es in einem Landgasthof ein typisch toskanisches Mittagessen. Salami, Schinken und geröstete Weißbrotscheiben mit Tomaten und Leberpastete. Der Platz von Gerd Pichler bleibt aber leer, denn wir wissen, was er von der Entdeckung der Langsamkeit hält. Ja, ich denke, das trifft auf unsere Fall zu, weil man sich mit so einem Klassik ja langsam durch die Landschaft bewegt, dass also es geht bei uns es geht nicht darum, wer zuerst ankommt, sondern im Gegenteil, der zuletzt ankommt, hat wahrscheinlich am meisten gesehen und am meisten erlebt an der Strecke. Gestärkt fahren wir nach Siena. In die wir die Autos aber nicht mitnehmen. Siena 1955 ein autofreies historisches Zentrum. Wir sind verabredet mit der Stadtführerin, einer Deutschen, die seit 30 Jahren in Siena lebt. Von ihr erfahren wir etwas über die Stadt, die so typisch sind für die mittelitalienischen Städte. Ja, und wenn die Eltern gerade hier im Stadtteil der Gans leben, wie sie das ja schön auch an den Veranstaltungen, ja, dann wird das neue geborene Kind automatisch ein Leben lang zur Gans oder zum Gänserin. Das stolz, Gans oder Gänserich zu sein. Die haben nämlich im Laufe der Jahrhunderte die meisten Pferderennen gewonnen. Immer im Juni findet der Palio die einzelnen Stadtteile, die Contrade, gegeneinander an. Der Schauplatz des Wettbewerbs befindet sich auf dem Zentralplatz Sienas, dem Campo. Bereits im Mittelalter wurde der Platz voll Backsteinen im Fischgrätenmuster belegt. Typisch für Siena sind die Fenster, die es so nur hier gibt. Drei gotische Bögen werden von einem weiteren Spitzbogen eingefasst. Die strengen Baubestimmungen, die Zahl, Höhe und Abstände der einzelnen Gebäude zueinander festlegten, schufen einen Platz von einzigartiger Schönheit, Ordnung und Harmonie. Kunstgeschichte steht den Cabrio-Fahrern erstmal nach einem echten italienischen Eis. Durch die Altstadtgassen Sienas geht es weiter zum Dom. Da sind sich die Kunsthistoriker der bedeutendste gotische Bau Italiens. Die Gotik mischt sich immer wieder mit romanischen Elementen. Zwischen den Außenfassade thront die Jungfrau Maria. Sie hat dem Dom seinen offiziellen Namen gegeben, Duomo Santa Maria Assunta. Viel Zeit hat unsere Reisegruppe nicht. Es reicht gerade, um eine Kerze anzuzünden.
Noch ein letzter Blick in die gotischen Spitzbögen des Doms und weiter geht's in das Café. Hier erklärt uns Frau Hoffmann noch, was Panforte ist. Panforte ist starkes Brot und ist wirklich eine hübsche kleine Kalorienbombe. Wurde im Mittelalter als Reiseproviant für die Fernreise bzw. auch als Kraft für die Kranken, die man wieder auf die Beine bringen wollte, zu essen. Und der Kalorienbedarf des Tages ist so ungefähr gedeckt. Ja, ein paar Schritte weiter sind wir schon mitten im echten Stadtzentrum angekommen. Frau Fleischmann und Herr Voigt trennen sich hier von der Gruppe, um die Käufe zu nutzen. Das Café Nannini ist eines der traditionsreichsten Fachgeschäfte für Süßigkeiten in Siena und gehört der Familie von Italiens Rockröhre. Schnell werden die beiden fündig. Nur mit der Verständigung hat einig. Jetzt soll es noch etwas zum Anziehen sein. Aber in Italien werden immer um 13 Uhr viele Geschäfte geschlossen. Aber in einer Touristenstadt wie Siena finden sie dann doch noch ein offenes. Frau Fleischmann sucht ein Kopftuch zum offenen Sportwagen. Ein klassisches Muster soll es sein. Die Auswahl ist groß und die Wahl fällt schwer. Aber dann wird sie doch fündig und ihr Mann ist begeistert. So, ist gut. Sehr schön. Ja? Möchtest du euch anlassen? Die Sprachschwierigkeiten sind auch hier kein Problem. Aber kann man denn ein Näppchen machen? Ich habe eine Leidenschaft, das sind Seidentücher und deshalb konnte ich natürlich an diesem Geschäft auch nicht vorbeigehen und bin auch tatsächlich fündig geworden. Also wirklich sehr, sehr schöne Sachen und auch vom Preis her, also doch. Man bekommt hier vor allen Dingen Sachen, die es in Deutschland nicht gibt, die sehr farbenfroh sind und man hat hier eine ganz andere Auswahl. Ja. Also weg mit das Seidentuch auf den Kopf und noch in der Toskana. In 50 Jahren, das Königreich gegründet wurde, war Florenz sogar die Hauptstadt des Landes. Doch in Rom abgelöst, gibt es der Rang der Kunsthauptstadt. Nirgendwo sonst befinden sich auf einer Fläche so viele weltbekannte Kunstwerke, die jedes Jahr von Millionen Menschen. Wie es trotzdem ohne langes Warten ist der Direktor des Fremdenverkehrsamtes. Die einfachste Möglichkeit, die Schlangen vor den Museen zu umgehen, ist der Kauf einer Firenze-Karte. Mit dieser Karte ist es so, als ob sie eine Vorreservierung hätte. Direkt in das Museum gehen. Die Uffizien sind das meistbesuchte Museum der Welt. Die Familie Medici. Während der Renaissance mit ihrem unermesslichen Reichtum für eine rege Kunstproduktion und ließ sich von Malern wie Botticelli porträtieren. Manchmal stand sogar ein Teil der Familie Modell. Wer ganz in Ruhe eines der berühmtesten Werke Botticellis besichtigen möchte, geht in die Chiesa Ogni Santi, deren barocker Innenraum alleine schon einen Besuch wert ist. Wie für Renaissance-Künstler üblich, stellte auch Botticelli beim Fresko des heiligen Augustinus den Menschen ins Zentrum seiner Kunst. In dieser Kirche wurde übrigens Botticelli auch begraben. Ein Kleinod der Renaissance-Kultur ist der Medici-Palast. Hier residierte die Familie, die immer bedroht war von anderen Clans oder eigenen Familienmitgliedern, die ihnen ihren Rang streitig machen wollten.
Ein Blick in ein florentinisches Schlafzimmer aus dem 16. Jahrhundert. Schon bald darauf erlahmte das wirtschaftliche und kulturelle Leben in Florenz und die Stadt verfiel in einen Dornröschenschlaf. Zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Florenz zählt der Dom Santa Maria del Fiore. Im Gegensatz zum festlichen Äußeren wirkt das Innere des 160 Meter langen Kirchenschiffs eher nüchtern. Weltberühmt ist sie war seinerzeit mit einem Durchmesser von 42 Metern der größte freitragende Kuppelbau der Welt. Mehr als 16 Jahre dauerten die Bauarbeiten dafür. Die Piazza della Signoria überragt vom Wahrzeichen der Stadt, dem 94 Meter hohen Turm des Palazzo Vecchio. Hier regierten und wohnten die Herrscher der Florentinischen Republik, die sogenannte Signoria. Spuren der Familie Medici finden sich nicht nur in Florenz selbst, sondern auch in der ganzen Toskana. Einige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, im Landsitz der Medici in Castello. Um den schmutzigen, engen, lauten Gassen der Städte zu entkommen, ließ sich der toskanische Hochadel seit dem 16. Jahrhundert Villen auf dem Land errichten. Die Skulpturen im Garten der Villa symbolisieren den Machtanspruch einer der bedeutendsten Familien Europas, die sich selbst als Nachfahre des römischen Weltreichs sah. Der erste Blick auf Lucca, eine typisch lebendige toskanische Stadt mit verwinkelten Gassen und auffällig vielen Radfahrern. Wir suchen nach Orientierung und steigen über 207 beschwerliche Stufen auf den Torre delle Ore hinauf. Bedeutende Kunst und Architektur sucht man in Lucca zwar vergebens, dafür sind die Besucherzahlen deutlich niedriger als im überlaufenden Florenz. Eine Stadt also, die zum Flanieren einlädt. Aber wo sollen wir beginnen? Vielleicht fragen wir einfach mal die Einheimischen. Den mit Steineichen bewachsenen Torre Giuingi entdecken wir leicht von selbst und finden auch schnell jemanden, der weitere Tipps zu Lucca gibt. Machen Sie doch einfach einen schönen Spaziergang auf den Stadtmauern. Dann müssen Sie sich unbedingt noch die Via Filungo ansehen. Und danach besuchen Sie noch die Piazza Amfiteatro. Der Festungsring, der Lucca umschließt, ist die größte vollständig erhaltene Stadtmauer Europas. Seit dem 16. Jahrhundert schützte sie die Stadt und musste nicht einmal einer ernsthaften Belagerung standhalten. Im 19. Jahrhundert wurden deshalb auch die Kanonen von dem Festungswall entfernt. Der 12 Meter hohe Wall wurde zu einem Flanierweg umgestaltet, auf dem man mehr als 4 Kilometer zurücklegen kann. Was hatte uns die nette Lucceserin noch geraten? Ach ja, wir sollten die Via Filungo besuchen, was übersetzt so viel wie lange Fadenstraße bedeutet. Und wirklich zieht sich die schmale Straße wie ein Faden durch die Innenstadt. Sie ist berühmt für die vielen alten Geschäfte, wie etwa diese 130 Jahre alte Bäckerei, in der es typisch italienische Süßspeisen gibt, wie Crostata, ein mit Marmelade gefüllter Kuchen, oder Meringhe, geschlagenes Eiweiß, das mit Schokolade überzogen im Ofen gebacken wird. Hinter den Jugendstilfassaden der alten Geschäfte verbirgt sich auch so mancher Antiquitätenladen, in dem man durchaus noch ein Schnäppchen machen kann. Weiter geht es über die lebhafte Via Filungo zur Piazza del Amfiteatro. Dieser Bogen bildete zu römischer Zeit den Eingang zu einem gewaltigen Amphitheater. Noch bis in das 4. Jahrhundert hinein fanden hier Gladiatorenkämpfe statt. Danach verfiel das Theater, Obdachlose und Tagelöhner ließen sich hier nieder und nutzten die Reste des Theaters als Behausung. Noch heute ist die Piazza kein Prunkplatz, sondern ein typisch italienischer Volksplatz.
Langsam wird es Zeit, etwas zu essen. Wir besuchen eine kleine Trattoria und lassen uns von der Wirtin zeigen, wie eine Panzanella zubereitet wird. Das ist ein typisches Traditionsgericht der armen Leute. Man braucht dazu erst einmal altes Brot. Das schneiden wir in kleine Stücke und schieben es dann in den Ofen, erklärt sie uns. In der Zwischenzeit werden Tomaten geschnitten und mit Basilikum, Olivenöl und Balsamessig vermischt. Danach kommt das geröstete Brot hinzu und schon ist die Vorspeise fertig. Die einfachen Dinge sind eben oft die besten. Lucca gilt in Italien auch als die Stadt der Kirchen. Eine der beeindruckendsten ist San Michele in Foro. Die romanische Fassade wird vom Erzengel Michael geziert. Nur wenige Schritte weiter erreichen wir den Duomo San Martino. Die reich geschmückte romanische Fassade ist ein Werk von Giudetto da Como. Lucca ist auch der Geburtsort eines der bekanntesten Komponisten Italiens. Giacomo Puccini wurde vor allem mit seinen Opern Madame Butterfly, Turandot, Tosca und La Bohème berühmt. Ganz Italien trauerte, als der Kettenraucher 1924 mit 66 Jahren an Kehlkopfkrebs starb. Bis heute gilt seine Musik in Lucca als Volksmusik. Schauen wir mal, ob wir jemanden finden, der uns etwas von Puccini vorsingen kann. Ich interessiere mich für die Geschichte Puccinis. Können Sie mir vielleicht etwas vorsingen? Da haben Sie den richtigen gefunden. Okay, così. Benissimo. Come si chiama? Wunderschön. Und wie heißt das Stück? Das ist aus La Bohème. Dies eiskalte Händchen. Wer noch mehr von Puccini hören möchte, kann dies in der Kirche San Giovanni tun, mitten im Zentrum Luccas. Jeden Tag ab 19 Uhr werden hier Konzerte mit Musik aus den bekanntesten Opern des Komponisten veranstaltet. Während sich unser Herz noch in den süßen Tönen von Puccinis Musik wiegt, treten wir wieder hinaus auf die Via Filungo. Es ist inzwischen Abend geworden. Die Lucchese gehen jetzt in eine Bar, um einen Aperitif zu trinken und danach zum Essen in eine der vielen Trattorien. Als Vorspeise gibt es natürlich eine Panzanella.